Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen zurück zu Octopath Traveler. Immer noch auf der See, auf der hohen See. Da werden wir auch gar nicht viel Zeit, weil der nächste Kampf steht schon an hier, ne? Es wird aber auch mal wieder Zeit. Wir haben schon lange nicht mehr gekämpft. Außer die letzten zwei Folgen. 100 HP halt, der. Ist das viel? Eigentlich nicht, ja. So. Bam. So sieht es aus, Hikari, Mann. Guckt die einfach weg. So, zack. So, die Frage ist... Was haben wir hier? Isla de Rook, Ankerplatz. Das ist seine Firma. Da gibt es bestimmt noch was. Wir können hier aber nicht außerhalb. Warum dürfen die zuerst? Warum hat der schon wieder Schattenangriff? Geil. Bam. Und jetzt du? Bam. So, du machst deinen Tanz der Dolche. Das wird knapp. Du heilst alle. Mehr kannst du auch nicht machen, glaube ich. Zack. So, du nochmal diesmal Eis oder Feuer? Feuer, komm. Hat dir gerade 8 Schaden nur gemacht. Ach, wir sind alle ein bisschen damaged, ne? So. Wind. Auf ihn. Glückspfeil. Wow. So. Als ob er das überlebt hat. Das ist jetzt dein Ernst? Danke. Okay, Agnea kommt gut hinterher, würde ich sagen, mit Level 26. Ich denke mal, wir machen jetzt mal noch einen Kampf oder so und dann ist eigentlich gut. Hier waren wir schon. Hier sind wir gestartet. Was ist eigentlich hier? Du spürst eine mächtige Präsenz. Nein, nicht weitergehen. Nein, nicht weitergehen. So. Was war nochmal das mit dem elementaren Angriff? Aber dafür brauchen wir keine elementare Kraft. Das reicht, wenn wir es ihm geben. So. Und du pumpst alle um. Bam, 1400 Schaden. So, du machst Tanz der Dolche. Du machst nochmal einen Zwein. Und du findest. Oder auch nicht. Echt jetzt? Geistesblitz? Elementares Kreuzfeuer. Ah, das ist so nice. Es ist so übel, wie viel Erfahrung die kriegen. Das ist, die ist gerade ein komplettes Level aufgestiegen, oder? Das sah das nur so aus. Auf jeden Fall krass. Ich glaube, viel mehr finden wir aber jetzt auf dem Wasser nicht. Wir haben ja aber auch echt gut was gefunden. So, Feuer. Bam. Ein Zweier. So, komm, du buffst alle mal wieder. Now it begins. Und du hast leider immer noch kein AOE mit deinem Ding. Warum hat er kein AOE mit seinen blöden Dings? Speer, das wäre so viel nicer. My spear does not err.
Prepare yourself. What is this? Soul get to send. Next. I still have much to learn. So, aber, Leute, wir leveln hier ja gerade so gut. Wird Zeit für eine neue Laufbahnfertigkeit für Sie. Hier, Dotas Wohltätigkeit. Erweitert bei einem Verbündeten für drei Runden die Reichweite von Objekten auf alle Ziele. Das finde ich krass. Das ist eine krasse Fähigkeit. Und die anderen können, ja, er könnte die Kari, das sparen wir jetzt erstmal auf die göttliche Fähigkeit noch. Die ist ja jetzt bald soweit. Und bei ihm, ihr auch. Verbündete für drei Reichweite von Fähigkeiten auf alle Ziele. Das ist halt crazy. Das ist richtig krass. OP. So. Was machen wir? Wir sind relativ stark. Wir könnten jetzt erstmal eine chillige Wegkreuzung machen. Agnea-Stufe 34 wäre fast possible. Aber wir müssen die anderen unbedingt noch hochleveln, Mann. Ob wir das Team so lassen können und dann einfach wechseln? Nee, das ist einfach... Wir machen jetzt die Wegkreuzung, Leute. Das ist chillig. Richtig, ich hatte hier was zu erledigen. Oh, die Bilder sind immer so umwerfend, Mann. Wenn das Spiel in dem Stil wäre, wie die Zeichnungen sind, stellt ihr euch das mal vor. Imagine! Während einer ruhigen Nacht in Rio vernehmen Agnea und Hikari die Klänge eines wunderschönen Instrumentes. Oh, hey, Hikari. You hear that? What a pleasant sound. I could listen to it all day. That's a lute, an instrument well loved in Ku. That song was beautiful. It's been too long since I've heard the melodies of a lute in the air. Far and wide, people speak of me in awe. Today, tomorrow, and the day after that. Was? They call me Yomi of a thousand tones. Wow, what a name! I've traveled to every corner of this world, taking in my fill of its music along the way. Ein bisschen eingebildet, hä? Bisschen. I have a song for every occasion, every place, every person. Okay, vollkommen eingebildet. So, so. Kann noch mehr werden. You've piqued my interest. Let's have one then. Gladly. Provided you have the coin. My thousand tones were mastered at great effort, after all. Alter. You have money, right, Hikari? Yomi bestechen. Ja. Will this do? Eine Lautschallspielerin, die beim Wüstenvolk als Meisterin der tausend Töne große Beliebtheit genießt. Sie kennt zahllose Lieder und wird für ihre bewegenden, auf die Bühne und das Publikum zugeschnittene Auftritte bewundert. Laute Spielerin Yomi, Alter 28. Is this enough, Lady Yomi? Of course! This shall buy you a song. One that will fit you as well as your finest kimono. However, I require time to make ready. Return to me tomorrow eve, and you shall have what you paid for. Ah, behind every great show is hours of preparation. Just so. Now gird your hearts, for tomorrow they shall be moved as they never have been before. Da ist irgendwas faul.
Dann schlafen wir. Haben die immer verdient. Für meinen Auftritt gibt es Vorbereitung zu dürfen. Bitte habt etwas Geduld. Dann mache ich es halt so. Oh, tatsächlich. Sieht sie doch ganz anders aus. Wir speichern ab. Welcome, welcome. My audience of two has arrived. Now, listen well and be carried away by my thousand tones. Hmm? Something seems different about her, doesn't it? Yes. It appears she's already spent our payment on those fine clothes. Hmm. Alas, I must apologize, for I cannot carry you away just yet. I've come into a spot of trouble, you see. You have? Look here. The string of my lute has frayed. With a... That our song will have to wait? Indeed. It is tantamount to asking a soldier to charge into battle with a broken sword. Alles klar. Oh, we wouldn't want that happening. Da geht wieder der Akzent. Guck immer, wenn sie wütend wird dann, oder aufgeregt, dann kommt der Akzent durch. Das geht natürlich wirklich nicht. If I recall, lute strings are made from the hair of a horse's tail, yes? Indeed. There is but one man nearby with the means to help, but he is not one to offer his aid lightly. He'll have no truck with a wanderer such as I. He scarcely acknowledges my existence. Reminds me of Papa. Then maybe you can help him see reason. Can I count on you? You don't need to ask. I take care of this. Hätte sie jetzt gesagt. Jemanden nach Rossa fragen. Danke. Du brauchst Rossa? Also gut, ausnahmsweise will ich dir welches geben. Hart. Das war hart. Will this work, Yomi? Oh, I believe it will. This is finer than I could have imagined. I see you too can move the hearts of others. Eindeutig. You might be right about that. With this, I can craft a string worthy of my skill. Bestimmt kommt am nächsten Tag wieder. However, I fear the moment is not ripe for such a performance. Pray come again tomorrow, and I promise that my melody shall lift you to the heavens. Somehow I'm not surprised. The wait will make the music sound all the sweeter. Be patient, Hikari. If you insist. You're generous with the benefit of the doubt, I see. Warte einen Tag. Ach nee, der ist nicht der richtige Ort, oder was? Hügel mit Mondblick. Bin mal gespannt. Da oben, oder was? Ja. We were looking for you. Do you ever stay in the same spot? My sincerest apologies for the trouble. However, I had no choice but to go where I could best drink in the beauty of tonight's moon. Oh. You're right. It's enchanting. Mm-hmm.
I wanted its dulcet rays to alight upon my lute as I played your song. Tonight, I perform upon a stage like no other, with string and garb equal to the occasion. All thanks to you, my most honored audience of two. I hope this is worth the trouble. It will be, I assure you. Now, listen. Wenn die Nacht sich senkt. Und dein Blick am Spiegel hängt. Okay. Das reine Herz den Weg erhält. Bis ans Ende dieser Welt. Okay. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. I've never heard such a song before. I was moved, but somehow. Okay, ich nicht. Ups. Ah, nicht vorspulen, Mann. The light of the heart, a favorite of mine. The clothes, the strings, the moon, they must be just so. It is the only way to perform this song correctly. Naomi, why did you choose this song to play for us? I've heard it before. I had a friend who would often play the lute for me. Just to see. She always struck warm tones to match the warmth in her heart. Her name was Tsuki. Was? But you played the song much differently than she did. You painted it with melancholy. Well then, our business is concluded. I shall take my leave. Das ist bestimmt die Schwester. So endet Agnea und Hikari Akt 1. Was? Du kannst doch nicht einfach so, ne? Das war jetzt gerade interessant. Sie ist natürlich weg. Ja, ey, ich kann meine Wut gar nicht beschreiben. Ich muss erstmal die Leute hier beklauen. Schmetterachs. Die hört sich irgendwie stark an. Wer braucht schon Zeug, wenn du mit dir alles klauen kannst? Ist die stärker? Nicht ganz. Elementarangriff geht deutlich runter. Schade. Na doch, könnte eigentlich stärker sein. Komm. Ja doch, nehmen wir, komm. Die Giftachse ist zwar ganz cool, aber... Was hat denn die noch von Uraltschild an? Zack, so. Eisenrüstung ist sogar auch stärker für sie. Perfekt. Da haben wir überall das Stärkste. War auch beim Schild eigentlich? Nein, die hat noch ein Uraltschild an. Was? So, wen kann man hier noch beklauen? Dich?
bestechen, zack und zack. I'll take it. So, wir speichern ab. War doch eine schöne Story, oder? Eine kleine schöne Story, so für zwischendrin. Ich frage mich, wie das weitergeht. Ich mag diese Wegkreuzungen, die sind cool. Die sind echt cool. So. Ich glaube, Throne wird die nächste. Oder Ochet. Oh, Ochet ist halt Stufe 29, gell? Wobei wir Patissi und Hikari schon fast, ne? Also Hikari würde gehen von der vom Level her. Da habt ihr bestimmt Bock drauf, ich weiß es. Aber wir haben noch Temnos. Wir müssen die Gruppe wechseln. Wir sind jetzt mit Cass, die schon Kapitel 2 durch, die schon Kapitel 3. Mit Patissio auch, mit Agnea auch. Eigentlich mit alle in der Gruppe haben wir Kapitel 2 schon abgeschlossen. Die sind zu stark. Wir haben hier doch bestimmt eine Taverne, oder? Nee? Doch. Ja. Ausrüstung, nee, Gruppe wechseln. Ah, es sind nur 10 Level Unterschied knapp. Agnea würde ich fast gern behalten zum Leveln, aber wir müssen tauschen. Wir müssen tauschen, es geht nicht anders. Die müssen ein bisschen aufleveln. Und die Ausrüstung tauschen wir auch. Er kriegt nämlich... Wer ist der Schwächste? Temenos. Du bekommst das Erfahrungsbändchen. Hier, Agnea, du musst dich davon kurz trennen. Hat die eigentlich den besten durch? Ja. Auch hier ist sie gut dabei und hier das Schwert sowieso. Wem wollte ich das jetzt geben? Hier, Temenos. Der nimmt das raus und du kriegst die Erfahrung. So. So, dann sind wir wieder bei der anderen Gruppe und wir machen hier empfohlene Ausrüstung. Überall rein. Da muss ich nämlich nicht viel machen. Ja. Der hat einen neuen Bogen bekommen. Was hatte der denn davor drin? Ah, nicht noch den Reisebogen, oder? Da kriegt er als Schatten, kriegt er nochmal elementaren Angriff dazu. Lohnt sich das nicht vielleicht? Wie ist es eigentlich, wenn ich den Glücksstab jetzt rausmache? Nee, das spielt sich nicht aufs Gesamte wieder. Okay, das war nämlich meine Annahme. So, Laufbahnfähigkeiten haben wir hier noch. Der hat schon fast alles gelernt, gell? Finger für 2 Runden physischen Angriff, Finger für 2 Runden physische Verteidigung. Das ist beides jetzt nicht so heftig geil. Die hat aggressiver Hieb, was ich echt cool finde. Du? Physische und elementare Verteidigung wird verbessert. Das finde ich ganz cool. Führe 2 Stabangriffe auf einen Gegner aus und stehe im FP in Höhe 10% des zugefügten Schadens. Das ist auch cool. Füge allen Gegnern Lichtschaden zu. Das mach mal. Neue Hilfsfertigkeit. Erhöhe die Wirkung GP allen der Fähigkeiten des Trägers. Das ist auch nicht schlecht. Komm mal noch den Stabangriff. Nochmal eine. Erhöht die maximale FP des Trägers um 50. Ja, das kann der ja beides ausrüsten, rein theoretisch. So. Erhalte nach dem Kampf zusätzliche Erfahrung. Das brauchen wir eigentlich nicht, wenn er dabei ist, weil wir brauchen sie nicht zweimal. Was haben wir hier noch? Den Elementarangriff des CS um 50. Ja, geil. Nehmen wir. Elementare Stärkung. Let's go. Gut. Dann haben wir ein bisschen umgemodelt. Wir leveln jetzt die andere Gruppe ein bisschen hoch. So auf 30. Ich würde sagen, wir machen die jetzt auf 30 hoch.
Ich mach das, ja, wir machen das halt nebenher. Ich sag nur, mit 30 können wir da wieder wechseln und machen die Storys jetzt erstmal fertig, dass wir da ein bisschen hinterherkommen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wir machen nächste Folge weiter und ich sitze so in der Ecke, gell? Muss ein bisschen an der Kamera rumspielen. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.